Willkommen zurück bei Pretty Old Pixel und dem Replay von Aces of the Pacific. Mein Name ist Selma und wir hatten das letztes Mal leider eine nicht so erfolgreiche Mission. Wir haben zwar die feindlichen Bomber abgeschossen, aber scheinbar erst nachdem sie ihr Ziel bombardiert hatten. Sah zwar für uns während der Mission so aus, als wären sie noch weit genug vom Ziel entfernt. Das hat wohl getäuscht. Schauen wir uns mal an, was die nächste Mission bringt. Ich wollte gerade noch mal gucken, wann wir jetzt sind. 2. Oktober 42. Okay. Fly next mission. Fighter sweep. Das war eine Patrouille. You are ordered to fly to the enemy target marked on your map and sweep the skies of any Japanese fighters. Teilweise bedeckt. Schauen wir mal auf die Flugkarte, auf den Flugplan. Take off. 104 Meilen. Gut, ist jetzt auch nicht so die Welt. Regular Veteran Expert U. Also scheinbar steigen alle auf von uns, nur der Leader irgendwie nicht. Gut, fangen wir mal die Mission an. Können jetzt schon voll Gas geben. Eigentlich müsste der Motor schon starten, aber da die anderen noch nicht gestartet sind, passiert hier auch nicht viel. Jetzt geht's los. Also wir haben auf jeden Fall nur einen Waypoint und müssen da alles abschießen, was japanisch ist. Ja, achso, 270. Jetzt kann man noch fliegen. Yay! Bandits, 12 o'clock. Oh ja. Lassen wir die erstmal vorbei und hängen uns jetzt hinter die. Langsam, langsam, langsam. Sitzt der hinter uns. Okay, einer ist schon mal weg. Ich glaube, es waren eben 6. Das heißt, es sind noch 5. Aber einen hinter uns? Ja. Ich hoffe, ich kriege noch ein Looping hin. Jo. Einen ist gut. Ah, der ist genau zwischendurch geflogen. Vorbei. Au. Ah. So. Ah. Komm schon. Er ist doch geplatzt, oder? Ja. Ja, klar, du hast den abgeschossen, ist klar. Gerne ein anderes Flugzeug. Na gut, dann nehme ich den. Few lines have been hit. Das ist ungünstig. Mal gucken, ob der Flügelmann helfen kann. Okay, der hilft mir. Schon. Geh schon down. So, auch auf uns. Ist er immer noch hinter uns? Vor uns, okay. Da. Oder stürzt er ab? Jetzt. Okay, ich habe jetzt nicht mehr ganz drauf geachtet. Ich glaube, wir haben jetzt einen
Oder zwei? Okay, sind noch zwei da, wie es aussieht. Ein bisschen höher gehen. Also ich muss sagen, die Flugphysik und die Gegner-KI gefällt mir eigentlich sehr gut. Also, die sind jetzt nicht so stupide. Gut, so richtig schlau sind sie auch nicht. Aber mir reicht's vollkommen. Okay, den hätten wir auch. Aber irgendwas schießt hier noch. Ist das der Kollege, der auf uns schießt? Unser Flügelmann. Da ist ein Fallschirm. Das war übrigens auch damals, glaube ich, so Novum. Zumindest für mich. Ich weiß nicht, ob das andere Spiele schon hatten. You are damaged. Autopilot is not available now. Das ist ganz schön blöd. Daran erinnere ich mich auch. Das heißt eigentlich, das war's, glaube ich. Bin mir nicht sicher, ob wir die Mission jetzt überhaupt noch abschließen können. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob hier noch Feinde irgendwo sind. Also eigentlich müssen wir jetzt wieder zurück, aber gibt auch irgendwie keinen Kompass, also dass ich rausfinden könnte, wo das Flugfeld ist und so wieder zurückfliegen könnte per Karte. Ich glaube, wir müssen die Mission neu starten. Da habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. So, also ich, ja, das ist schön, dass das hier angezeigt wird, Norden, und ich müsste halt einfach nur noch eigentlich nach Westen und ganz ein bisschen West südlich mich halten. Kann ja auch nirgendwo klicken. Schade. Ist das ein eigener? Ach, verflixt. You're low on fuel, ja. Ja. Achso, muss ich rausspringen. Replay. Müssen wir nochmal machen. Also ich hätte jetzt auch versuchen können, irgendwie anhand der... Ach, da unten ist doch ein Kompass. Ja. Okay. Ich hätte, nächstes Mal weiß ich Bescheid, anhand des Kompasses versuchen können, noch zurückzufliegen und zu landen. Ich weiß, dass ich das früher irgendwie mal hingekriegt habe, aber im Moment traue ich mir das nicht zu und das würde wahrscheinlich auch ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen, zumal wir wahrscheinlich schnell den Treibstoff verloren hätten und somit hätten versuchen müssen, irgendwie zu segeln. Komisch finde ich, hatten wir nicht den Flieger, der die selbst versiegelnden Tanks hatte? Irgendwie? 12 Glock, genau. Machen wir jetzt diesmal nochmal. Lassen die nochmal vorbeiziehen. Und die drehen auch schon bei und wollen sich hinter mich setzen. Finde ich uncool. Machen wir mal ein bisschen langsamer. Wird auch schon geschossen. Da ist einer. Ich habe aber Angst. Jetzt ist vor dem... Ah, einer ist schon down. Hinter mir. Ja, da kommt einer. Ich glaube, links war auch noch einer, aber egal. Jetzt muss ich mich wieder entscheiden. Das kriege ich sonst auch nicht hin. Wenn ich zwei Gegner vor mir habe, kann ich immer nicht so gut entscheiden, welches jetzt der beste ist. Und meistens klappt das dann irgendwie gar nicht. So. Den haben wir. Gucken wir mal hier. Den dreht ihr jetzt auch hoffentlich bei. Immer wenn... Oh doch, wenn Flak schießt, dann ruckelt es ein bisschen. Weil wenn viele Flieger auf dem Screen sind. Hat er jetzt auf mich geschossen? Kann ich ja kaum glauben. Oftmals war es auch so, dass man hinter welchen hergeflogen ist, die sowieso abgestürzt sind gerade. Und ja. Damit dann
viel Höhe verloren hat und sich dann erst mühsam wieder hochschrauben musste. Ein bisschen langsamer, langsamer. Immer noch zu schnell, den kriege ich nicht. Da werde ich dran vorbeischießen. Drehe ich nochmal eine Kurve, um mir den dann hoffentlich von hinten zu holen. Ich meine, manchmal sagen auch die Flügelmänner, dass sie Hilfe brauchen. Ja, genau, du hast ihn abgeschossen. Sehe ich auch so. War der über uns? Da vorne ist noch was. Die vier Pixel sind irgendwie grün. Gucken wir mal. Noch was hinter mir? Da hätte man echt einen blöden Rückblick. Man kann auch von der Flak getroffen werden. Das ist jetzt nicht so unrealistisch, aber passiert sehr selten. Aber wenn, dann richtig. So, prinzipiell kann ja nichts schief gehen. Wenn die ja jetzt hinfliegen, das ist ja scheinbar nicht unser Flugplatz. Die fliegen ja hier irgendwie hinter unserem Flügelmann. Ja, sagen wir denen das mal. Da sind welche hinter dir. Okay, dann ist das nicht unser Flügelmann, der da vorne fliegt, sondern keine Ahnung. Aber die sind schon recht zügig. Wir kommen da auch irgendwie nicht richtig dran. An die Kollegen. Wollen sie immer hoch und runter fliegen? Okay. Ja, kann man auch machen. In der Zeit können wir mal kurz gucken, ob hier sonst noch irgendwas ist. Hinter uns? Vielleicht? Jetzt sollten wir uns erst um den kümmern. Mist, da habe ich zu doll abgebremst. Ah ja, I've been hit, I'm going down. Ja, gesagt, dass er Hilfe braucht, hat er jetzt nicht, aber hat schon mal erkannt, dass er abstürzt. Ja, das ist jetzt irgendwie die Spirale der Endlosigkeit. Ah, doch nicht. Ah! Stall recovered. You're about to stall. Yep. Aber jetzt bin ich ein bisschen über dem. Das heißt, ich könnte vielleicht ein bisschen Geschwindigkeit mitnehmen. Jetzt muss ich nur noch ein bisschen vorhin kommen. Oh, jetzt habe ich hier aber mit dreien zu kämpfen. Vielleicht beschieße ich den erstmal. Vollgas. Sind wir schon wieder? Okay, der dreht ab. Der schießt auf uns. Oh, 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 oh. Kann ich dem jetzt sagen, hier... Hilfe? Ach so, es gibt gar keinen mehr außer mir. Ach doch. Ja, jetzt ist auf jeden Fall auch kein Zurückfliegen mehr. Also prinzipiell können wir hier auch abbrechen und neu anfangen. Ich bin zu tief, ich kann nicht mehr rausspringen. Ja, das hat ja gut geklappt. Es war ein Angriff. Zack, zack, zack. Und jetzt treffen sie auch nicht mehr. Also, so ist echt schwer. Geht's nur nach unten. Na komm. Mach was neu. Das hat irgendwie wenig Sinn. Ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel das war. Bei irgendeinem Flugsimulator. Ich weiß nicht, war es Red Baron? Irgendwie sowas. Wenn man da in den Boden geflogen ist und welche am Verfolgen waren. Dann sind die neben einen in den Boden geflogen. Weil die KI es nicht geschnallt hatte, früh genug hochzuziehen. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, Red Barons war es nicht. Gut.
Also man muss ruhig schon mal eine Mission öfter spielen, das ist hier ganz normal. Manchmal ist es schwer, manchmal ist es leicht, aber es gehört zum Spiel dazu. Die letzte Mission hat ja gleich beim ersten Mal in Anführungsstrichen geklappt. Wir wurden nicht abgeschossen, leider haben die Bomber ja trotzdem bombardiert, also wir hätten wahrscheinlich schon vorher in die Richtung gucken müssen oder so, die irgendwie schneller schon abfangen können. Ich weiß es auch nicht. Ups. 12 Uhr, genau. Also merkwürdig ist auch, dass die diesmal immer alle an der gleichen Stelle sind. Sonst waren die ja immer mal ein bisschen anders positioniert oder so. Nee, diesmal gleiche Stelle. Geht auch schon gut los. Gut, wir sollten jetzt gleich hinter dem rauskommen. Da. Ja, mich hat auch schon das. Oh, 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 oh. Few lines. Ja. Das war es eigentlich auch schon wieder. Ja, also es war nicht clever, vor denen reinzudrehen, sondern man muss die wirklich vorbeilassen, um sich dann hinter die zu setzen. Obwohl wir einen regulären haben, einen Veteran und einen exzellenten, ist das schon gar nicht so easy. Die schießen ja immer nur die ab, die wir auch abgeschossen hätten. Fahrwerk eingefahren, hochziehen bis auf 270. Man muss dann aufpassen, wenn der Stell angeht, während man hochzieht, geht glaube ich der Autopilot wieder aus und man darf den nochmal abfangen. So, diesmal lassen wir sie wieder vorbeiziehen. Das hat die letzten Male besser geklappt. Und drehen dann rein. Schauen wir mal nach oben. Da sind auch schon welche. Einer versucht sich gerade hinter uns zu setzen, aber ich wollte jetzt hier irgendwie nochmal ein bisschen was mitgeben. Genau. Bevor ich dann einschwenke, weil ich Angst habe, dass der... Ja. Genau deswegen. Drehen wir mal bei. Um ein bisschen zu verwirren. Der trifft auch noch, der Kollege? Ne, ist jetzt noch nicht. Dann sagen wir unserem Kollegen mal, ich habe da jemanden. Kümmere dich mal drum. Achso, ja, der wird auch beschossen. Okay. Ich würde jetzt nochmal ein Looping machen, aber mit der Geschwindigkeit ist ja nicht dran zu denken. Okay, den haben wir getroffen. Den haben wir abgeschossen. Das ist schon mal gut. Einer weniger. Ja, genau. Ich hoffe mal, der mal nicht meinen, sondern es sind jetzt wirklich zwei, die weniger sind. Mal nochmal nach vorne. Da sind noch welche. Na, also ich nach oben, meine ich. Auch da unten sind noch welche. Ach komm, der ist näher dran. Vorbei. 330 Schuss. Ist einer hinter uns? Ja. Oh ja. Ah, schon wieder. Ja. Das war's dann. Engine ist on fire, da ist sowieso nicht mehr viel rauszuholen. Ja, abgeschossen. Also es kann auch sein, dass sie als Pilot getroffen werden und dann verwundet werden. Dann wird der Bildschirm so rot und man sieht kaum noch was. Genau.
gleich sagt Pull up, starten wir mal in Außenansicht. Sieht dann so aus. Okay. Das Ganze nochmal. Also das sind definitiv 6 gegen 4. Also eigentlich nicht so viele mehr. Das müsste drin sein. Hier im Sandwich finde ich auch irgendwie blöd. Komm, dranbleiben. Abschießen wäre ganz gut. Ja. So. Wo ist der andere? Da oben. Oder ist wieder hinter uns einer? Leider sieht man ja hinten wirklich gar nichts. Also, es gibt auch keinen Spiegel irgendwie. Ich weiß nicht, ob es in der... Wie heißt die? Anaconda? Oder ob es da wirklich keinen Spiegel gab. Oh ja, jetzt kriegen wir schon wieder. Der raucht und geht nach unten. Das heißt, der ist jetzt auch schon mal nicht so gefährlich, weil wir auf jeden Fall über dem bleiben können. Da ist der Kollege. Gehen wir mal wieder ein bisschen runter und ein bisschen Geschwindigkeit. Das sah ja diesmal schon gar nicht so scheiße aus. Links ist der nächste. Die nächsten. Ich hätte gerne den, der etwas näher dran ist. Den hier. Greift er den an? Okay. Er möchte nicht. Gucken wir mal. Okay, der saß. Ja. Haben wir. Okay. Gucken wir mal. Also zumindest der, den wir angeschossen haben, der fliegt da unten noch rum. Das können doch nicht alle sein. Wo sind denn die anderen? Wahrscheinlich hinter mir. Ich riskiere mal einen Blick in die Außenansicht. Nee. Enemies. Nerby. Nearby. Ich denke, das ist ein Wrack. Ich habe keine Ahnung, wo noch welche sein sollen. Mal gucken. Okay, die Flak des Stützpunkts schießt auf uns. Da unten, das ist kein Wrack. Nee, der schießt. Okay, dann gucken wir uns den mal an. Motor langsamer, weil wir jetzt runtergehen. Wahrscheinlich der, den wir eben angeschlossen haben. Jo. Das war pur Luck. So. Da oben kommen noch mehr. Ah, okay. Nee, doch nicht. Okay. Ich dachte schon. Gut. You safely return to your airfield. End mission. Congratulations, Rank Number 9, Best Missions. Okay, ja. Immerhin eine Successful Mission. Ja. Dirk schreibt mir gerade, dass er Bratwurst zum Mittag hatte. Auch nicht schlecht. Ja, dann werden wir jetzt wieder ein Stück weiter. Schauen wir kurz nochmal, bevor wir Schluss machen. Wir haben jetzt 14 Abschüsse, 2 Orden und sind im 18. Oktober 42. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen rausgezogen hat nach hinten. Aber das ist halt bei manchen Missionen einfach so. Ich denke, ja, man muss es halt ein bisschen zusammenfassen.
wenn es euch sehr stört, muss ich mal gucken, dass wir irgendwie Sprünge reinmachen oder vielleicht Zeitraffer. Aber ich finde, das gehört ja auch irgendwie dazu. Ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.